geht jetzt alles ganz schnell. Nach Sport1-Informationen ist Tim Walter, 43, der Top-Kandidat auf den Trainerstuhl beim VfB Stuttgart. Bildergalerie: Rose, Hacking, Baum, Kovac und Co. Das Trainerkarussell der Bundesliga 47. Bilder. Die Bild hatte berichtet, dass es demnächst ein Treffen mit dem Trainer von Zweitligist Holstein Kiel geben soll. Sport 1 weiß, die Verhandlungen mit Walter haben längst Fahrt aufgenommen, denn Walter kann sich ein Engagement bei den Schwaben vorstellen. Die Stuttgarter sollen aber nicht die einzigen Interessenten aus der Bundesliga sein. Willig soll U19 des VfB übernehmen. Fest steht, dass Interimstrainer Nico Willig den zuletzt entlassenen Markus Weinzierl nur bis Saisonende ersetzen wird. Der 38-Jährige soll zur kommenden Saison wieder die U19 des VfB übernehmen, das hatte Stuttgarts Sportvorstand Thomas Hitzelsberger unlängst bestätigt. Jetzt das Trikot des VfB Stuttgart kaufen, hier geht es zum Shop. Anzeige: Walter besitzt in Kiel noch einen Vertrag bis 2020. Meistgelesene Artikel: Fußball, Champions League, Klopp, der ewige Außenseiter, rennt. Fußball, Liga 1, PSG im Sinkflug, Pressewetter, Leichtathletik, Semenya reagiert auf CAS-Urteil, Fußball, Champions League, so geht es Vertong hin nach Crash, Fußball, 3. Liga-Milliardär vor Einstieg bei Lautern. Warum Walter? Er steht für dominanten Ballbesitz. 2017 führte er die U17 des FC Bayern zur lang ersehnten deutschen Meisterschaft, verpasste aber mit der Bayern-Reserve den Aufstieg in die dritte Liga. Kiel etablierte er in der zweiten Liga. Schon seit langem haben ihn viele Bundesligisten auf dem Zettel. Stuttgart könnte nun zugreifen. Let's block it's. Why?